Sie ist die gute Seele von Kalk Elisabeth Lohrscheid. Als alleinerziehende Mutter vor 10 Jahren arbeitslos geworden, hatte sie eine tolle Idee und gründete den Kalker Kindermittagstisch. Bei Elisabeth Lohrscheid können Kinder, die zu Hause kein warmes Mittagessen kriegen, kostenlos essen. Und das lassen sich die Pens nicht zweimal sagen. Sie finden das richtig toll. Und die Stadt übrigens auch. Morgen wird Elisabeth Lohrscheid mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Doch bevor sie die hungrigen Schnäbel jeden Tag stopfen kann, muss sie erstmal auf Sammeltour gehen. Jeden Morgen nimmt Elisabeth Lohrscheid in Köln-Kalk den Kampf gegen Kinderarmut auf. Mit einer Helferin und dem Fahrradanhänger dreht sie ihre Runden durch die Geschäfte ihres Viertels und fragt nach Essensspenden. Im Dönerladen von Herrn Demirci kommt sie fast täglich vorbei und bekommt auch immer etwas. Warum helfen Sie der Frau Lohrscheid? Weil wir gerne Kinder unterstützen und den Armut bekämpfen wollen. Zwar leben wir hier in Deutschland, aber hier gibt es auch Leute, die haben kein Essen und so weiter. Obwohl man das nicht denken würde, dass es hier solche Leute gibt, aber gibt es. Frau Lohrscheid weiß genau, für wen sie die Spenden sammelt. Das Obst und Gemüse landet auf ihrem Kalker Kindermittagstisch. 150 Kinder will sie jeden Tag mit einem warmen Essen satt kriegen. Kostenlos. Die Idee dazu entstand zu Hause in der eigenen Küche. Wie ist es zu dem Projekt gekommen? Zu dem Projekt ist es gekommen aufgrund von Kids, die zu mir kamen, immer mit uns gegessen haben. Bei uns ist es so wie früher, 10 Mann da, kriegen auch 10 Mann Essen zum Essen. Und es kristallisierte sich dann raus, dass es einige Kinder gibt, die halt eben das nicht kennen. Warmes Mittag und warmes Abend. Und es gab also einen Jungen, der halt eben in der letzten Woche des Monats nur ein Toastbrot pro Tag zur Verfügung hatte. Und so habe ich gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir spenden nach Gott weiß wohin. Und hier haben Kinder auch Hunger. Also mach was. Weiter kämpft sie, um die hungrigen Kinder in Kalk satt zu kriegen. Im Supermarkt ein Riesentriumph. Heute wird es Nachspeise für alle geben. Zwischendurch lädt sie alles in ihrer Küche ab und weiter geht's. 4 Stunden täglich tingelt Frau Lohrscheid so umher. Ihre Ausdauer beeindruckt auch Bäcker Schlechtriem. Der spendet schon seit dem ersten Tag. Bisher gab es niemanden, der da in Kalk hier hilft. Aber die Nachfrage bei Frau Lohrscheid zeigt ja, dass etwas getan werden muss. Und die Frau Lohrscheid hat diese Herausforderung für sich und auch für andere angenommen. Finde ich bemerkenswert. Herzlichen Dank. Dankbar ist heute auch Frau Lohrscheid. Es war ein guter Tag zum Spendensammeln. In ihrem Ladenlokal, das ihr die GAG kostenfrei zur Verfügung stellt, packt sie kurz vor 12 die letzten Lebensmittel aus. Gestern noch reichte es nicht, um alle Kinder satt zu kriegen. Für sie ein schreckliches Gefühl und darum ist sie heute besonders froh. Frau Lohrscheid, wovon träumen Sie? Wovon träume ich? Ich träume davon, mir sicher zu sein, dass ich morgen noch Essen für die Kinder habe. Davon träume ich. Das wird mir reichen. Dann geht's los. Die ersten Kinder kommen aus der Schule und stürmen Frau Lohrscheids Küche. Es hat sich schnell rumgesprochen, dass es hier ein kostenloses Mittagessen gibt. Heute Spinat, Kartoffeln und Würstchen. Für viele Kinder ist Frau Lohrscheid beinahe eine Ersatzmama. Warum kriegen die Kinder zu Hause nichts zu essen? Ich denke mal, das liegt zum Teil halt eben an der finanziellen Situation. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass beide Eltern arbeiten müssen in der heutigen Zeit, weil es mit einem Gehalt heute gar nicht mehr geht. Und wer ist denn dann da zu Hause und kocht für die Kinder? Wir. Seit einem Jahr ist ihr Kalker Kindermittagstisch nun eine Institution. Viele von denen, die hier sitzen, würden ohne Elisabeth Lohrscheid hungrig durch den Tag gehen. Das treibt sie täglich an. So gegen 3 wird's nun ruhiger in ihrer Küche. Zeit zum Aufräumen und Durchschnaufen. Heute sind ihre 150 Kinder satt geworden. Das macht sie glücklich und stolz. Das ist ihr größter Lohn. Das Dankeschön der Kinder, das Lachen. Ja, das, wenn sie kommen und sagen, was gibt's morgen, was gibt's heute, hat geschmeckt. Oder auch, ich bin allergisch gegen Spinat, das akzeptieren wir dann auch. Aber gibt's was Schöneres? Der heutige Tag war für Frau Lohrscheid ein voller Erfolg. Doch weil es morgen weitergeht, ist ihr am Nachmittag kein Weg zu weit. Von Kalk bis nach Braunsfeld. Der Supermarkt hier ist besonders großzügig. Auch morgen scheint für Frau Lohrscheid wieder ein glücklicher Tag zu werden. Unbedingt, denn morgen ist Sonntag und morgen ist Kölner Ehrenamtstag und dann kriegt Frau Elisabeth Lohrscheid völlig zu Recht ihre verdiente Auszeichnung. So, und jetzt geht's weiter mit den Nachrichten aus Köln und der Region. Ein großes Fest feierte heute die Umweltorganisation Greenpeace in Köln. Vor 30 Jahren wurde sie gegründet.
Zum Jubiläum hatte Greenpeace Deutschland ins Sport- und Olympiamuseum eingeladen. Die Umweltaktivisten präsentierten noch einmal ihre großen Erfolge, wie die Besetzung der Bohrinsel Brent Spar, die in der Nordsee versenkt werden sollte. Greenpeace ist inzwischen in mehr als 40 Ländern vertreten. Auch in der Region gab es Großaktionen. Beispielsweise hatten in Leverkusen 1986 Greenpeace-Aktivisten die Schifffahrtsrinne des Rheins blockiert. Sie demonstrierten damit gegen die Abwassereinleitung der Bayerwerke. Etwa 250 Menschen zogen heute in Köln in einem Protestzug gegen das Tragen von Pelzen durch die Innenstadt. Dabei demonstrierten sie vor mehreren Pelzgeschäften. Weltweit würden jedes Jahr Millionen Tiere getötet, um ihre Felle zu Kleidungsstücken zu verarbeiten, so die Veranstalter. Mehr als 20 Tierschutzorganisationen hatten Infostände auf dem Neumarkt aufgebaut. Bei einem Unfall